Das ehemalige Polizeigefängnis der DDR-Volkspolizei in der Keibelstraße nahe des Alexanderplatzes. Auch 28 Jahre nach seiner Schließung hat dieser Ort nicht an Wirkung verloren. Beklemmend authentisch präsentieren sich die Geschosse mit den 140 Zellen der einstigen Untersuchungshaftanstalt. Hier saßen bis 1990 neben tatsächlichen Kriminellen auch Menschen, deren einziges Verbrechen darin bestand, dass sie nicht ins System passten, sei es, weil sie Ausreiseanträge gestellt, demonstriert oder einfach die falsche Frisur hatten. Heute gehört das im damaligen Ost-Berlin gefürchtete Polizeigefängnis zum Gebäude der Senatsbildungsverwaltung. Eigentümer ist die Berliner Immobiliengesellschaft. Bereits vor Jahren hatte die Bildungsverwaltung angekündigt, das Gefängnis als außerschulischen Lernort entwickeln zu wollen. Das heißt, die Gefängnistüren zu öffnen, jedoch ausschließlich für Schüler. Doch auch die Gedenkstätte Hohenschönhausen bekundete ihr Interesse an einer Nutzung. Schließlich seien viele Häftlinge des Stasi-Gefängnisses im Vorfeld in der Keibelstraße verhört worden. Im November vergangenen Jahres entschied nun das Berliner Abgeordnetenhaus, dass das Polizeigefängnis langfristig ein allgemein zugänglicher Erinnerungsort werden soll. Doch bis dahin will die Bildungsverwaltung die Idee des Lernortes umsetzen und präsentierte jetzt den dafür ausgewählten Betreiber. Den Zuschlag bekam nicht die Gedenkstätte Hohenschönhausen, die sich auch beworben hatte, sondern der Verein Agentur für Bildung. Die sind sehr spezialisiert im Bereich der Didaktik, also der Aufbereitung von Geschichte für Schülerinnen und Schüler. Die werden sich konzentrieren auf die 9. Jahrgangsstufe und die höheren Jahrgangsstufen, aber langsam auch in die Grundschulen gehen. Die betreiben Lernportale DDR-Geschichte und die erscheinen uns, ähnlich wie auch Gedenkstätte Hohenschönhausen, als eine mögliche geeignete Akteur. Die sind etwas didaktischer unterwegs, aber das schließt gar nichts aus. Die werden auch miteinander kooperieren, glaube ich. In jedem Fall ist es ein sehr seriöser Träger, der eben auch jenseits der reinen Überwältigung, die man hier natürlich hat, auch didaktisch aufbereitet, dass die Kinder und die Jugendlichen in der Lage sind, selber sich mit der DDR-Geschichte zu beschäftigen und zu fragen, was heißt das? Bereits Anfang des Jahres hatte es Streit zwischen der Bildungsverwaltung und der Gedenkstätte Hohenschönhausen über den Umgang mit dem authentischen Ort gegeben. So hieß es von Seiten der Gedenkstätte, dass die Bildungsverwaltung nicht angemessen mit dem Denkmal umgehe und die Umbauten für den Lernort dessen Authentizität zerstörten. Ein Vorwurf, der von der Verwaltung nochmals zurückgewiesen wurde. Es sind in diesem Gebäude viele Umformungen passiert. Die liegen aber weit in der Vergangenheit, in den 90er Jahren, als hier Filmarbeiten durchgeführt worden sind. Als wir als Bildungsverwaltung das Gebäude übernommen haben und angefangen haben, den Lernort auszubilden, haben wir ganz im Gegenteil große Anstrengungen unternommen, hier möglichst viel zu erhalten, zu dokumentieren. Wir haben eine große Studie im Landesdenkmalamt in Auftrag gegeben, dass hier sehr akribisch hatten die Kollegen das dort gemacht, aufgenommen wurde, was eigentlich ist hier historisch authentisch, aus welchen Zeitschichten ist was. So alles gesichert, archiviert. Die Maßnahmen, die wir dann hier im Zuge des Umbaus vorgenommen haben, waren sehr zurückhaltend und waren nur so weit notwendig als Sicherheitsbestimmungen. Stellen Sie sich vor, hier gehen 30, 14-jährige Schüler rein, die wollen hier rumrennen, die wollen die Türen zumachen. Da musste eine Vorkehrung getroffen werden, dass die Zellentüren arretiert sind, dass man nicht hochklettern kann und sich in Gefahr bringen kann. Beleuchtung, Brandschutz, diese Dinge mussten modernisiert werden, aber alles sehr behutsam, alles rückbaubar. Also wenn eine spätere Nutzung des Gebäudes mal zum Schluss kommt, man will ganz ursprüngliche Zustände herstellen, das ist alles mühelos machbar. Insofern trifft uns der Vorwurf ungerechtfertigt, denn gerade mit der Phase unserer Übernahme der Verantwortung ist eigentlich im Gegenteil große Sorgfalt dann angewendet worden. Doch die Frage steht natürlich im Raum. Ist die Gedenkstätte Hohenschönhausen leer ausgegangen, weil es diese Interessenskonflikte gab und vielleicht noch gibt? Nein, die waren ein ernstzunehmender Akteur. Die sind auch nach wie vor ein Akteur, der so einen Betrieb hier organisieren kann. Wir sind aber stärker an einem Lernort interessiert. Das ist jetzt nicht die primäre Stärke der Gedenkstätte. Die ist ja sehr stark gedenkstättenorientiert, sinnvollerweise. Und wie gesagt, es schließt sich aber gar nichts aus. Und ich glaube, dass die Kunst wird darin bestehen, dass man beides ermöglicht, aber erstmal ein Träger hier anfängt und wir dann später überlegen, wie wir eine vernünftige Synergie von beiden Anliegen machen. Beides ist berechtigt hier, sowohl zu gedenken, wie aber auch in die Zukunft gerichtet mit Jugendlichen zu arbeiten, zu fragen, was ist hier eigentlich passiert, warum ist es passiert und warum darf sowas nicht wieder passieren. Das heißt, wenn es dann irgendwann einmal ein sicheres Konzept für das Gefängnis als Erinnerungsort geben sollte, könnte auch wieder die Gedenkstätte Hohenschönhausen als Potenzial
potenzieller Betreiber ins Spiel kommen. Doch jetzt soll das Polizeigefängnis ab Dezember erst einmal für Schüler geöffnet werden. Neben einem bereits gestalteten Seminarraum wird dann der Trakt im ersten Obergeschoss zum authentischen Lernort. Ab 2019 sollen hier jährlich 300 Schulklassen Geschichte im wahren Sinne des Wortes erkunden und erleben. Wir möchten gerne, dass die Jugendlichen oder die Lernenden, dass sie sich den Ort erschließen. Das heißt, wir möchten nicht fertige Statements denen liefern, sondern sie sollen anhand von Quellen sich Stück für Stück diesen Ort erarbeiten. Das sind dann Art von Quellen, zum Beispiel Verhörprotokolle, es können aber auch Expertinneninterviews sein, das können auch Fernsehbeiträge sein, zum Beispiel zu den Weltfestspielen, Jugendfest-Weltfestspielen in den 70er Jahren. Das können aber auch, auch Radiomitschnitte sein und so weiter, also so das verschiedene Quellenmaterial. Aber auch es können schon fertige Interviews mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sein und dass sie sich dann eben anhand dieses Quellenmaterials und mit vorgefertigten, also mit Fragen, sie sich irgendwie Stück für Stück diesen Ort erschließen. Und das geschieht dann in den Zellen. Und dann kommen sie zum Schluss wieder zurück und präsentieren dann ihre Ergebnisse. Das heißt, so die klassische Führung mit einem Zeitzeugen, wie man das zum Beispiel auch kennt aus der Gedenkstätte Hohenschönhausen, können Sie sich hier nicht vorstellen? Nein, möchten wir nicht. Also weil wir sehen Zeitzeugen als eine Quellengattung an. Das heißt, man kann meines Erachtens Zeitzeugen nicht einfach so sagen, die sind jetzt die Experten, weil sie haben es hier erlebt. Sie haben erstens mal nicht alles erlebt, sie haben nur einen Teil erlebt, sie haben persönliche Erlebnisse. Manche sind stärker traumatisiert, manche sind weniger stark traumatisiert. Das heißt, da gibt es einfach große Unterschiede. Auch in der Art und Weise, wie sie mit der Vergangenheit umgegangen sind. Haben sie sie aufgearbeitet, haben sie sie nicht aufgearbeitet? Aus was entsteht die Erinnerung? Entsteht die Erinnerung mehr aus irgendwelchen Bildern, zum Beispiel auch Fernsehbilder, oder sind es wirklich wahre Erinnerungen, eigene persönliche Erinnerungen? Und es ist auch nicht so, dass alle Gedenkstätten das machen. Das macht Gedenkstätte Hohenschönhausen, aber zum Beispiel die Gedenkstätte Sachsenhausen, gut, da ist natürlich, sind die auch schon ein bisschen älter, aber die machen das zum Beispiel nie und hatten das auch nie im Konzept. Das waren dann immer Leute, die das dann extern gemacht hatten. Da kamen dann ab und zu mal Zeitzeugen oder Zeitzeuginnen Zeitzeugen in Sachsenhausen und haben dann mal was berichtet. Und genau so möchten wir das dann auch einbetten. Wir möchten die Zeitzeugen einbetten als eine Art von Quelle und natürlich liefern Zeitzeugen immer mehr, als was sonst eine Schriftquelle zum Beispiel bieten kann. Sie bieten Emotionen und sie bieten einen persönlichen Zugang. Und das ist natürlich auch sehr wichtig und das ist auch eine Rolle von Zeitzeugen. Aber sie müssen eingebettet sein. Und die Jugendlichen müssen die Möglichkeit haben, auch Dinge nachzufragen und auch Dinge nochmal zu reflektieren und auch nochmal zu hinterfragen, stimmt es oder stimmt es nicht, was die sagen. Auch Erinnerung trübt sehr häufig. Doch wie kann dann überhaupt eine mögliche Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Hohenschönhausen aussehen, wenn Führungen mit Zeitzeugen von dem jetzigen Betreiber ausgeschlossen werden? Grundsätzlich können wir uns natürlich auch eine Zusammenarbeit vorstellen. Es muss aber halt eben ausgelotet werden, was wollen Sie und was wollen Sie nicht. Und beziehungsweise man muss halt aber auch sehen, das ist hier ein Gefängnis der Volkspolizei gewesen und kein Gefängnis der Stasi. So, das sind einfach zwei unterschiedliche Arten von Gefängnis. Das heißt, hier saßen einfach auch nochmal ganz andere Leute ein, als jetzt eben in Hohenschönhausen. Aber trotzdem können wir uns das vorstellen, es gibt ja auch ein pädagogisches Personal und das wären wahrscheinlich auch eher diejenigen, mit denen wir dann zusammenarbeiten würden. Und da müssen wir gucken, welche Überschneidungen gibt es und welche Überschneidungen nicht. Sehr zuversichtlich klingt das nicht. Doch die Messen sind ja auch noch nicht gesungen. Schließlich muss das Konzept für das gesamte Gefängnis ja noch erarbeitet werden. Dafür wird momentan ein Gremium gebildet. Der Senat hat einen Beschluss gefasst im Februar oder März des Jahres, wo eben gesagt wird, erstmal ein Expertengremium, was sich hiermit beschäftigt, mit dem Gesamtkomplex. Da ist dann der Stasi-Beauftragte drin, Polizeipräsidentin ist drin, wir sind drin, die Kulturverwaltung ist drin und es werden drei Experten noch benannt, jetzt Ende August, die eben auch reinkommen. Das werden nicht die Betreibenden sein, die sowas dann perspektivisch vielleicht betreiben können, sondern Leute, die eben auch historische und konzeptionelle Erfahrungen einbringen. Das heißt auch Zeitzeugen? Zumindest also einzelne Personen als Zeitzeugen jetzt vielleicht nicht, aber wahrscheinlich, dass wir mit Verbänden arbeiten, die stark mit Zeitzeugen organisiert arbeiten, das macht meines Erachtens Sinn. Ja. Bis zur Entscheidung, ob und wie dann das ehemalige Gefängnis zu einer weiteren Berliner Gedenkstätte wird, werden sicher noch einige Jahre ins Land gehen. Offen ist damit auch, welche Verwaltung dann künftig für diesen Ort zuständig sein wird und natürlich auch, wer ihn betreiben wird.